Hallo Leute, willkommen zu Deep Simulator Part 2 von Einbruch in die 103. Ja, beim letzten Mal war es spektakulärer Einbruch an und für sich. Und dann zum Schluss kam noch so eine Straßenpolizist. So, dann versuchen wir das Ganze halt nochmal. Dieses Mal aber mal von Anfang an richtig. So. Der Kleiderbügel ist schon noch cool. Also eben. Den Drucker. Dann schmeißen wir dahin. Ah, du kannst nur aus dem Fenster rein und raus klettern. Okay. So. Ja, die gibt immerhin 12 Dollar. Ich habe mich ja entschieden, dass ich die Schubladen offen lasse und die Sachen. So. Okay, die hört Musik. Das ist eigentlich, glaube ich, auch noch ein kleiner Vorteil. Dann ist sie nämlich nicht so hellhörig. Aber coole war's, coole Musik, die sie hört. Ich weiß nicht, wo sie ist. Was will ich denn hier auf dem Bad? Hier habe ich doch gar nichts gehabt. Oder? Nee. Auf dem Bad sind sie relativ oft, darum mache ich hier wieder zu. Es geht halt schon schneller, wenn man die Türen offen lässt. Ich soll mal schauen. Okay. Ich wollte schon sagen, mal schauen, ob es der gleiche Code ist. Aber war es nicht. Ist eigentlich auch okay. Weil sonst könnte man da quasi schnell den Code eingeben und so muss man doch wirklich suchen. So. So, Toilette 2.
Wir haben hier noch einen GameCube-Controller. Und dann gehen wir. Solange die jetzt noch auf der Toilette 2 ist. Gehen wir noch hier hin. Silberbesteck, warum kann man das eigentlich nicht klauen? Es läuft schon einiges besser als letztes Mal. Die ist immer noch oben. Stimmt ja, ich kann ja. Die Fenster noch gar nicht aufmachen. Die vertrauen ja ihrer Tochter nicht so. So. Wohnzimmer, Toilette. Also sie haben mich entdeckt, ja, aber sie haben mich nicht entdeckt, wo ich bin. Also, ne? Die wissen jetzt nicht, wo ich bin. Ich hoffe bei Gott, das wäre nämlich so ein geiler. Alter! Ich dachte schon, wo er auf den Schrank zugerannt ist, dass er mich hatte. Alter! Ich bin ja schon froh, dass die Polizisten hier im Spiel nicht alle Schränke aufreißen, um wirklich alles zu durchsuchen. Und ich bin auch froh, dass sie nicht hören, wenn ich schnaufe. Oh Gott. Das wäre ein krasses Spiel, wo quasi die realistischen Lautstärken oder die realistischen Geräusche mit übertragen und quasi, ne, wenn wir jetzt hier sprechen, die dann das hören. Also das heißt, da gibt es einen Klang oder so. Das heißt, ne, wenn wir jetzt so zum Beispiel im Schrank verstecken und ich rede jetzt mit euch so quasi in ganz normaler Lautstärke und der steht dann vor mir, dann hört er mich ja nicht. Aber wenn dann plötzlich das Mikrofon dann doch im Spiel zu erkennen ist und der KI-Spieler dann das auch realisiert, dann weiß er ganz genau, wo ich stehe. Ne? Und ich bin froh, dass es das nicht ist. Weil sonst müssten wir in so Situationen extrem leise sein. Beziehungsweise Mikrofon ausschalten. So, wir haben eigentlich nur noch ein. Wieso ist denn. Wieso hat es denn jetzt hier unten so einen Dampf? Ich habe keinen Platz mehr. Oh, hier hat es noch Geld. Ach, ich muss die Scheiß Spüle kaputt schlagen.
Genau, hau die Tür zu. Es war ja nicht schon laut genug. Nein, hau die Tür noch zu. Oh Gott. Eigentlich, ne, hätten sie schon längst müssen wissen, dass hier ein Einbrecher ist. Büro, Esszimmer. Yep. Wenn die geht, dann kann ich diesen Fernseher da hinten raushauen. Rote Vase. Goldener Kelch. Ja, das Headset gibt eigentlich ein goldener Kelch. Preis 33. Aber das ist ein 50. 12. 4. Aber das ist die 90. 21. Cubes. Das sind auch recht viel. 33. Das ist eben eine Black Bay. Das ist, ja komm, werfen wir die weg. Sieben Kilo. Sieben Kilo. Komm, werfen wir die Fernbedienung noch auf und der hier. Naja, die Spielkonsole gibt 700 und das zusammen gibt 33, 43, 45, 65, $66 im Vergleich zu $700, ne? Merkt ihr was? Okay. Die Scheiße, aber verdammt! Ah, Alter! Muss der jetzt gleich also in die Richtung schauen, wo ich da stehe? Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss mal schauen, ob ich hinten auch irgendwo rauskomme. Oder ob die Eingangstür wirklich die einzige ist. Aber ich muss sagen, die 103 ist schon knifflig, weil eigentlich immer jemand zu Hause ist. Und das ist Adrenalin. Adrenalin pur. Also das macht ja eigentlich schon Spaß so. Drum, ja, wird es noch knifflig. Ich werde mich wahrscheinlich in der Ritchie Street öfter dann einen Einbruch üben müssen in mehreren Folgen und ich denke mal, dass ich mich da auch extrem, extrem, extrem nerven werde. Esszimmer und Büro. Keiner am WC.
Kann ich da irgendwo, wo ist denn das? Hier. Wie ein Bild hier. Ich komme hier wirklich nirgendwo raus, außer die Haupttüre. Oder? Ich bin ja vorher dringend rumgelaufen. Ich hätte das sehen müssen. Nee. Die Haupttür ist schon der einzige Weg. Glaube ich. Jo, Esszimmer. Nach dem Esszimmer ist er auf der Veranda. Oh, fuck. Aber die Tür ist offen. Aber solange der im Esszimmer ist, kann ich auf jeden Fall hier nicht raus, weil der sieht mich. Verdammt. Und jetzt ist er draußen auf der Veranda. Oh nee, leck mich doch am Arsch, was macht der Typ denn da, Mensch? Das kann doch nicht wahr sein, was macht denn der Typ da? Läuft alles super, bis auf den Fluchtweg. Nein, da muss ja ein Arschloch kommen und mich tasern. Das war jetzt sowas von nice Einbruch. Aber nee, da muss ja jemand da. Muss ja jemand. Er hätte sich jetzt doch geschafft. Mano. Na, den Fernseher kann ich ja nicht rausschmeißen. Oh, jetzt schaffe ich das auch noch. So, jetzt muss ich mich um den schon mal keine Sorgen mehr machen. Also. Fuck. Das Rumgequietsche hier. Ich weiß eben nicht, ob wenn sie Musik hört, ob das irgendwie einen Einfluss hat auf die Gehör. In Ordnung. War nix.
Na, überstrapazieren sollte ich es ja trotzdem nicht, nein. So. Geht's ja die Toilette. In der Zeit räume ich den Tresor raus. So, konzentriere dich. Also jetzt läuft's, ne? Ich bin auch ein wenig im Zeitstress. So, ist sie so? Nein, ist sie nicht. Aber es wäre besser, wenn. Warte mal, das mache ich beim Kinderzimmer. Nee, das. Schaffe ich nicht. Die Toilette ist ja zum Glück ziemlich weit hinten. Ah, fuck. Warte mal, wenn ich jetzt... Ach, hier hat's noch Geld drin. Wenn ich jetzt den Bildfernseher... Das hier, nein. So, jetzt aber. Ich meine, da hinten habe ich kein Fenster. Das ist mir eigentlich schon klar. Aber so, wenn ich mir jetzt hier... Ja, die haben das bemerkt, weil die Tür offen war. Leider ist die Tür jetzt immer noch offen. Nee, leider ist sie jetzt wieder zu. Nee, Quatsch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, dass die Tür
Ich hoffe. Das. Sie das die Tür offen gelassen haben. Okay, das auf der Toilette. Das ist ja okay. Der Plan ist jetzt quasi, dass ich hinten auf der Seite rauskomme und dadurch eventuell das Gequietsche sollte man doch eigentlich auch hören, oder nicht? Scheiße. Ich meine, er sieht mich jetzt garantiert nicht. Und die in der Küche mich auch nicht. Und das, die Tür ist noch offen. Geil. Was krieg ich? Nee, ich krieg nicht. Puh, Leute, beim dritten Mal habe ich es doch geschafft. Wo ist denn hier ein guter Platz, um mit dem Auto hinzufahren? Also wenn mich jetzt dieser Streifenpolizist schon wieder erwischt, ne? Wo ist denn das Bild? Ne, den Fernseher. Scheiße, der ist da vorne. Ah ja, da ist eine Straße, wunderbar. Das ist doch wunderbar. Da können wir mit dem Auto hin. So. Ich weiß halt nicht, wo die Zivilpolizei, also der Straßenpolizei, die Streife ist. Aber hier unten hätte auch einen Parkplatz gehabt. Ich weiß halt nicht, wo der Streifenpolizist ist. Morgen früh am Joggen. Ja, müsste man nur zum Auto joggen, ne? Und dafür müsste man wissen, wo das Auto steht. Das ist ein Polizist. Oh ne, ich hätte die Routine können nehmen noch. Habe leider zu spät reagiert. So, Auto. Zack. Ich muss mal schauen, ob ich Nummernschilder haben. Habe ich? Ne, cool. So. Oh,
Mach kein Zeich. So, mein Gott. Wenn das jetzt aber nicht wirklich klappt, dann werde ich das Let's Play abbrechen und kommen keine Folgen mehr. So. Jetzt könnt ihr mich alle mal gern haben. So. Puh, 31 Minuten. Haben wir jetzt gehabt, Entschuldigung. Ich war ein bisschen abgelenkt. So, eine B, ja. gut, okay. 1 oder 2 Level? Ich weiß es nicht mehr. Naja, schauen wir mal mit den Skillpunkten. 5. ja. Jo, keine Ahnung. Was soll ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3 und 2. Autodiebstahl. Ja gut, das mache ich beim nächsten Mal. Gut. Jetzt haben wir den, die Vase. Eine Blumenvase, dreifach Kerzenständer haben wir immer noch nicht. Festplatte, Tastatur, ja, hätten wir fast gehabt, hatten nur keinen Platz mehr. Antike Buche. Antikes Buch. Woher soll ich denn bitte schon ein antikes Buch bekommen? Wollt ihr mich verarschen? Wie, die 102 hat noch mögliche Beute? Steht ein Schlüssel zu Eingang und befindet sich in der Garage. Ja, super, das wusste ich doch schon. Mensch. Mit einer Menge Schmuck, okay. Ja, die Routine von der 112 brauche ich jetzt nicht. Es gibt einen Dresser mit Schmuck. Hatte ich das nicht schon? Also, hier haben wir noch einen Job und das hier, genau. Hier haben wir eigentlich nichts Neues. Hier haben wir eigentlich auch nichts Neues. Hier haben wir eine scheiß Toilette. Ja, ist doch gut. Hau doch ab. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Ich sag einfach mal auch nichts. Nee, auch nichts. Nein. Nein, 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 nein. Gut, Leute. Das war's. Oh, das war mal eine Tour. Wir können hacken. Hacking-Werkzeug. Ja, gut. Da wir uns aufgelevelt haben, sollten wir mal hier ein bisschen Geld ausgeben. So,
Mikrofernglas. Ach, da ist es. Mikrokamera. Habe ich noch nicht wirklich verstanden, wie das funktioniert, aber das werden wir dann schauen. Hacking Laptop Pro 120.000. Ja. Ja. Werkzeug. So. Gleich mal rein. Jo. So. Dann können wir hier. Moment. Ne? Wir hätten doch da noch was. Ja, ich weiß, eigentlich schon längst Überzeit. Entschuldigung, das machen wir jetzt noch. So, auswählen. Ach komm. So. Wunderbar, das wäre das erste und das zweite. Auch nicht schwer. So. Wunderbar. Ja, habe ich doch schon eben gemacht. Also ich weiß, wie es geht. Fernglas. Ja, auch das ist eigentlich selbsterklärend gewesen. Jetzt haben wir hier noch Schmuck. Weiß ich auch nicht mehr, wie es geht. Ist halt, wenn man die falsche Taste drückt. So. Ich weiß nicht, wie man da mehr Geld verlangen kann, wenn man das Zeugs auseinander nimmt. Aber gut. Die wissen ja schon, was sie machen. Einzelteile. Aha. Ja, mehr Werkzeug als Beute. Ich finde, man sollte eine eigene Tasche haben für das Werkzeug und eine eigene Tasche für die Beute, so dass das Werkzeug nicht unbedingt Platz wegnimmt vom, ja, vom Beutezeugs. So, auf jeden Fall, ich sag tschüss, ciao, danke fürs Zuschauen und danke fürs Mitfiebern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.